Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter bei Warhammer 40k Rogue Trader. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir bewegen uns. Ja, und das ist die Truppe, mit der wir gehen können. Sind für alle Befehle bereit, Lord Captain. Wer schon mal? Nein. Die Leiche liegt mit dem Gesicht nach unten. Die verkrampften Finger krallen sich am Boden fest. Die Wirbelsäule der Frau wurde gebrochen und dann ließ man sie noch ein Stück kriechen in der sinnlosen Hoffnung Luft. Die tote Adlige starrt mit offenen Augen Richtung Himmel. Alle ihre Finger wurden gebrochen und auf ihrem aufgeschlitzten Bauch liegen Eingeweide. Der Leiche fehlen Augen, Nase und Lippen. Dem verstümmelten Mund nachzuschließen, wurden vor dem Tod auch Zähne und Zunge ausgerissen. Jemand hat den Brustkorb des Mannes geöffnet und seine Rippen nach Ochsen gedreht. Gesicht und Hände sind im Todeskampf völlig verzerrt. Die letzten Augenblicke des Opfers waren voller Qual. Die Drukhari. Feinde der Menschheit. Eine Xenofalle. Der Xenos, in verzierter schwarzer Rüstung, dreht dir seinen Kopf zu. Dein schmales, blasses Gesicht ist voller Tätowierungen und Blutspritzer. Einen Augenblick später verziehen seine dünnen Lippen sich zu einem schiefen, unangenehmen Lächeln. Endlich! Ihr habt euch Zeit gelassen, zu mir zu kommen, Kempansei. Einige Sekunden vergehen, bis dir klar wird, dass der Elucidator schweigt. Der Xenos hat dich auf Niedergotisch angesprochen.
Hütet eure stinkende Zunge, Abscheulichkeit. Sprecht nicht so mit dem Auserkorenen des Imperators. Aber lasst nichts verzaubern. Der Xenos neigt seinen Kopf auf die Seite. Warum? Ich habe eine Einladung geschickt über das Vieh, das auf dieser Welt lebte. Und der Auserkorene ist bereitwillig gekommen. Wie könnte meine Worte etwas anderes als die Wahrheit sein? Na sowas, die Bestie spricht unsere Sprache. Eure Sprache zu sprechen strapaziert meine Geduld weniger als einer Maschine der Kempansei zuzuhören, wie sie unserer Sprache Gewalt antut. Außerdem sollt ihr genau verstehen, was ich euch gleich sagen werde. Wie kann es sein, dass von euresgleichen nur ihr allein im Pur hinein von unseren Festmahlen bist? Üblicherweise seid ihr alle so langsam und faul, dass die meinen immer genügend Zeit haben, das Schlachtfeld zu verlassen, bevor Hilfe eintrifft. Aber eure Hunde stehen immer wieder der Kabale im Weg. Er hält inne und wartet auf deine Antwort. Ärgerlich, was? Von jemand anderem bei eurem eigenen Spiel geschlagen zu werden? Der Xenos zischt irritiert. Strapaziert nicht meine Geduld, Kempansei! Wir sind klüger, als wir aussehen. Und? Ist das alles? Die Behauptung, die euren seien nicht so hirnlos, wie es den Anschein hat? Diese Antwort ist nicht zufriedenstellend. Der Xenos macht eine Pause und denkt über etwas nach. Dann fährt er im unmissverständlichen Ton ermüdeter Langeweile fort. Ich sage euch etwas, Kempansei. Ich weiß, dass ihr mich möglicherweise anlügt. Oder ihr wisst vielleicht gar nicht, wer eure Hand lenkt. Jedenfalls bin ich eure Versuche leid, das Unvermeidliche herauszuzögern. Sicher seid ihr auch erschöpft von der ständigen Jagd auf uns in den Sternen. Lasst uns das Ganze beenden. Tragen wir diesen Konflikt aus. Meine Kräfte gegen eure. Ein für allemal. Ihr wandert zwischen den Sternen, also müsst ihr den Ort kennen. Ein uralter Bereich, in dem das Echo stellarer Agonie noch heute widerhallt. Ein Ort, der als Friedhof für alte Sterne dient. Immer noch angefüllt mit Reststrahlung und glitzerndem Staub. Der Ort, wo euer Wrack begraben liegt. Samt den leckeren, verängstigten Kempansei und den Schrecken, die sie verschlungen haben. Die Schwelle zu unserem Reich. Eure Spezies nennt sie den Cinerus Maleficum. Dort werden wir unseren Disput beilegen. Die Kabale des plündernden Sturms wird euch erwarten, Kempansei. Kommt nicht unbewaffnet. Ihr seid schon fertig mit eurem Vortrag. Ich muss kurz weggedöst sein. Würdet ihr das Ganze bitte nochmal von Anfang an wiederholen? Die Maske der Selbstbeherrschung weicht aus dem Gesicht des Xenos. Er stößt wilde Flüche aus und zieht seine
Die sind wirklich gut aufgestellt. Thank you.
Ja, und da wäre dieser Kampf geschafft. Über hier. Und die Kari-Waffe. Mit dem Träger einen Bonus und plus 5 auf Überredung. Immer wenn der Träger von einer Fähigkeit eines Verbündeten beeinflusst wird, erhält er bis zum Ende des Kampfes plus 3% Ausweichen stapelbar. Okay. Nehmen wir mal hier runter. So. Schön, okay. Der tote Wächter wurde mit der Klinge seines eigenen zerbrochenen Dolchs an den Boden geheftet. Sie wurde direkt unter dem Kinn eingestochen. Um zu gewährleisten, dass der Tod langsam durch Ersticken erfolgte. Des Gouverneurs wurde meisterhaft ausgenommen. Seine zahlreichen Implantate wurden entfernt und die Menge des Bluts nachzuschließen, hat das Opfer danach noch eine Weile gelebt. So shall it be. Dieser Wächter ist wohl gestorben, noch bevor er überhaupt seine Waffe erheben konnte. Okay, der hatte also nichts. Verstümmelte Leichen mit durchschnittenen Sehnen und zerschmetterten Knochen. Okay, den Krieger haben wir uns schon angeschaut. Gut. Okay, hier geht's dann gleich wieder zurück. Würde ich mal vermuten. Waffen. Tödliche Präzision. Oh. Magenta. Rüstung des der Unerschrockenen. Okay. Du kommst hier hin. Du kommst hier zu den Rüstungen. Okay. Good, nice. Während ich hier oben um die Ecke kämpfe, bist du hier dabei, das Ding zu beweihräuchern? Im wahrsten Sinne des Wortes. Nun gut. So habe ich eigentlich Waffen mitgenommen. Ich will gucken nochmal auf die Karte, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben, ob wir was übersehen haben. Haben wir aber nicht. Und ich würde sagen, da verabschiede ich mich aus dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.